Frau Fitzek, guten Tag. Denken Sie mal bitte hier vor dem Satz. Ich muss auch Sie belehren, dass Sie als Zeuge natürlich die Wahrheit sagen müssen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Sie heißen Kölner Fitzek, 33 Jahre alt, Sie wohnen in Köln, Sie sind ledig, Sie sind von Beruf Masseurin und Sie arbeiten im Hotel Berger. Richtig, also ich bin seit Anfang an bin ich im Hotel Berger dabei und ich habe schon so manchen Gast auf meiner Liege durchgeknetet. Verwandt, verschwägert mit der Frau Cordes sind Sie nicht? Nein, ich bin mit Frau Cordes nicht verwandt oder verschwägert. Ich kenne sie nur von Arbeit. Und bisher dachte ich eigentlich immer, dass sie eine sehr liebe Frau ist, die keiner Fliege was zuleide tun kann. Aber da habe ich mich offensichtlich wohl getäuscht. Danke für deine Solidarität, Corinna. Und ich habe bis vor kurzem auch nicht gedacht, dass du ein Verhältnis mit dem Chef hast. Ich? Mit Herrn Berger? Wovon redest du denn, Gerda? Hör doch auf mit diesem Theater hier. Corinna, ich meine, das weiß doch jeder hier, dass du eine Affäre mit meinem Vater hattest oder hast oder wie auch immer. Du, mich persönlich interessiert das übrigens auch gar nicht. Denn die Frau, die mein Vater nach dem Tod meiner Mutter geheiratet hatte, also die war nun wirklich auch nicht meine erste Wahl. Zwischen Johann und mir ist es aber schon aus. Und außerdem habe ich den Anfang nicht gemacht, das war schließlich er. Das tut ja hier nicht wirklich was zur Sache. Was mich aber interessiert, bei Ihnen soll es da wegen der Frau Berger zu einem Missverständnis gekommen sein. Ja, das stimmt. Mir ist das auch etwas peinlich. Aber ich wollte halt eben am 27. Juli nach Feierabend mit meiner besten Freundin noch das neue karibische Restaurant hier ausprobieren. Und wie es der Zufall so will, habe ich halt eben Johann mit seiner Tochter in einer schummrigen Ecke sitzen sehen. Mir ist natürlich das Herz in die Hose gerutscht. Er saß dort mit seiner blutjungen Arbeitskollegin zusammen. Und Sie wussten nicht, dass es seine Tochter ist, natürlich. Nein, das wusste ich nicht. Ich hatte ja zu dem Zeitpunkt keine Ahnung. Und dann haben sie sich auch noch innig umarmt und er hat ja ein kleines Geschenk gemacht. Da gingen bei mir natürlich die Alarmglocken los. Ich hatte an dem Tag Geburtstag und mein Vater hat mich zum Essen eingeladen. Ja, das konnte ich ja nicht wissen. Für mich sah es so aus, als hätte Johann eine neue Geliebte. Findest du diese ganze Sache nicht auch ziemlich skurril, dass du als die Geliebte eines verheirateten Mannes eifersüchtig bist auf eine potenzielle neue Geliebte? Ich meine, dich hat es ja wohl auch nicht gestört, dass mein Vater mit seiner Frau zusammenlebt. Ja, aber das war ich doch schon gewohnt. Und außerdem hat Johann gesagt, dass zwischen ihm und seiner Frau sowieso nichts mehr läuft. Frau Fitzek, stimmt's denn, dass Sie am Nachmittag dann des 28. Juli im Hotel von dieser vermeintlichen neuen Affäre von Herrn Berger rumerzählt haben? Ja, das stimmt. Als ich ins Hotel kam und Gerda sah, wie sie die Ablage der Snackbar gerade putzte, da musste ich ihr einfach davon erzählen, ich bin ein sehr emotionaler Typ, es tut mir leid. Hat sonst noch jemand zugehört? Nein, ich glaube nicht. Und die Angeklagte, wie hat die dann auf diese Neuigkeit reagiert? Gerda war ziemlich wütend. Sie hat doch noch gesagt, dass sie bald ihren Job los wird. Und sie war wirklich wütender als ich. Jetzt übertreibt man nicht so. Ich übertreibe nicht, aber du hast doch noch gesagt, dass Marlene, also beziehungsweise Frau Berger, für ihre Falschheit noch eine auswischen müsste. Ja, aber das war ja nur, weil sie mich total gegen Frau Berger aufgehetzt hat. Und dann ist mir alles wieder hochgekommen, weil mein Mann hat mich damals auch wegen der Geliebten verlassen. Und da ist es einfach mir so rausgerutscht. Naja, also wenn heute eins klar geworden ist, dann ja wohl das, dass Sie es ganz schnell jemandem heimzahlen wollen, wenn der Ihnen dumm kommt. So war es wohl mit diesem unfreundlichen Gast, mit den 20 Euro. Und so werden Sie auf Frau Berger gekommen sein, als Sie sich über Sie geärgert haben. Jetzt noch mal zum Mitschreiben. Ich war es nicht. Ich wusste erstens nicht, wer Frau Berger ist. Zweitens habe ich sie nicht mit dem Klohäuschen umgeschubst. Ich würde lieber hier mal der Corinna auf den Zahn fühlen. Ganz genau. Die Frau Fitzek hatte ja wohl ein viel größeres Motiv als die Frau Cordes. Wie sie ja vorhin selbst erwähnt hat, hat sie die Frau Berger für ihre Konkurrentin gehalten. Das ist doch absoluter Schwachsinn. Warum sollte ich denn jemanden in ein Klo einsperren? 55 StPO, ich belehre Sie, Sie müssen jetzt auf so eine Frage nicht antworten. Wo waren Sie an dem Abend, so gegen 20 Uhr? Ich war bei meiner alten, kranken Mutter. Ich bin sogar noch eine Stunde früher von Arbeit losgegangen. Das stimmt. Also da war eine Stunde früher, war kein Licht mehr dort im Massageraum. Also, das stimmt. Ja, vielleicht hat das die Frau Fitzek ja auch extra inszeniert. Ich mache was? Frau Fitzek, Sie wussten doch ganz genau, wann die Frau Berger Dienstschluss hatte. Könnte doch sein, dass Sie sich da in den dunklen Räumen versteckt haben, um sich später an ihr zu rächen. Aber warum sollte ich denn in meinen eigenen dunklen Räumen halt eben eine Stunde lang dort sitzen bleiben? Das ist doch Schwachsinn. Johann kann es übrigens auch bestätigen. Er hat das am Anfang ziemlich oft mitbekommen, dass ich mit meiner Mutter sehr viel zu tun hatte. Meine Mutter würde mir auch niemals ein falsches Alibi geben. Lügen ist für sie eine Todsünde. Naja, Frau Cordes, und gleich haben wir den Böhm noch. Dann haben Sie in jedem Fall ein Problem mehr. Weil der kann bestätigen, dass Sie zur Tatzeit bereits gewusst haben, dass Frau Berger für den Chef undercover arbeitet. Das ist ein Problem. Daraus schließe ich, dass Sie keine Fragen keine haben. Mehr. Nein, ich habe auch keine auch mehr, nicht. Danke. Tilman Böhm, bitte, Sie bleiben unvereidigt. Nehmen hinten Platz, bitte. Herr Böhm, guten Tag. Nehmen Sie bitte hier vorne Platz. Ich muss Sie belehren, dass Sie als Zeuge natürlich die Wahrheit sagen müssen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Sie heißen Tilman Böhm, Sie sind 18 Jahre alt, wohnen in Köln und sind ledig. Was machen Sie beruflich? Ich bin zurzeit beim Hotel Berger im Wellnessbereich.
Ich bin da sozusagen eine Art Aushilfe für alles, aber normalerweise bin ich an der Snackbar. Bei Herrn Hasten. Ja, genau. Macht mir auch voll Spaß. Es war schon immer mein Traum, im Hotelbetrieb zu arbeiten. Das heißt, Sie haben aber keine Berufsausbildung. Sie haben auch keinen Schulabschluss, glaube ich. Nee. Gell? Das heißt, es ist so der Versuch, da in den Job reinzukommen und vielleicht auch auf dem Weg auch übers Praktikum noch eine Ausbildungsstelle zu bekommen. Genau. Ja. Guter Weg. Verwandt, verschwägert mit der Angeklagten sind Sie nicht. Nein. Die Frau Cordes ist heute hier angeklagt, weil sie die Tochter des Chefs, die Frau Berger, am Abend des 28. Juli in ein mobiles Toilettenhäuschen gesperrt haben soll. Und dann soll sie dieses Toilettenhäuschen noch umgestürzt haben. Ja. Und bei der Polizei haben Sie ausgesagt, dass Sie an dem Abend eine interessante Beobachtung gemacht haben. Ja, also das war so. An dem Tag war in der Snackbar überhaupt nicht viel los und Herr Hasten hat zu mir gesagt, dass ich nach Hause gehen kann, wenn Lene und Gerda auch nichts mehr für mich zu tun haben. Naja, und dann bin ich eben los und habe die beiden gesucht. Und Lene habe ich dann auch gefunden. Wo genau haben Sie die gefunden? Naja, eben im Kaminbereich, bei den Liegen. Mhm. Und sie hat telefoniert. Naja, und ich wollte nicht unhöflich sein und habe dann eben bei dieser kleinen Sofanische gewartet und wollte eben warten, bis sie fertig ist. Ja, und haben Sie da was von dem Telefonat mitbekommen? Als Sie da gewartet haben. Naja, das war keine Absicht, aber ein bisschen was habe ich schon mitbekommen. Ja. Und was genau haben Sie gehört? Am Anfang habe ich gehört, wie Lene mit Herrn Berger sprechen wollte. Und als er dann am Apparat war, hat sie ihm erstmal erzählt, dass wie geplant die Steine für den Außenbereich geliefert worden sind. Und da habe ich mir noch keinen großen Kopf gemacht. Aber als sie dann ein paar Mal Papa gesagt hat, da bin ich dann schon hellhörig geworden. Das heißt, allein durch die Worte konnten Sie letztlich eindeutige Rückschlüsse ziehen. Ja, absolut. Ich habe dann auch gehört, wie sie gesagt hat, dass sie bestimmt noch von keinem erkannt worden ist. Und was hat sie dann gesagt? Niemand weiß, dass ich in Wirklichkeit deine Tochter bin, hat sie gesagt. Und naja, dann haben sie sich verabredet für den nächsten Tag. Und da wollte sie ihm dann wohl alles in Ruhe erzählen. Mhm. Alle Neuigkeiten. Jetzt stellen wir das ein bisschen seltsam vor. Sie hören da so ein Telefonat mit. Und das muss für Sie eine seltsame Erkenntnis gewesen sein. Wie haben Sie darauf reagiert? Ich war total überrascht. Ich hatte nie damit gerechnet, dass sie die Tochter vom Chef ist. Und naja, ich wollte das dann auch lassen mit den Fragen nach Arbeit. Ich wollte dann eigentlich nur noch zum Fußballtraining und wollte das erstmal sacken lassen. Gut, aber im selben Moment hat dann schon die nächste Überraschung auf Sie gewartet. Erzählen Sie mal. Ja, richtig. Ich habe dann direkt beim Rausgehen, habe ich die Gerda vor mir stehen sehen. Und die hat das Telefonat garantiert auch mitbekommen. Woraus folgern Sie das? Naja, weil sie total entrüstet mit dem Kopf geschüttelt hat und Dinge vor sich hingemurmelt hat, von wegen, dass die Lene so eine falsche Schlange ist und dass sie noch ihr Fett abbekommen würde. Aber was redest du denn da? Ich bin doch nicht senil und red mit mir selber. Aber ich habe sie doch gesehen. Weißt du, was du gesehen hast? Mich nicht. Du lügst. Das ist seltsam, ja. Woher soll er dann das haben? Aber das ist schon wieder typisch. Das ist schon wieder typisch, diese Gerda. Jetzt willst du ihn wieder reinreiten, den Thielmann? Das ist typisch für dich. Nur weil du dein ganzes Leben nur Toiletten putzen musst. Er versucht das zu erreichen. Der versucht für ein gutes Zeugnis zu arbeiten. Was machst du hier? Du versuchst ihn reinzureiten, Moment, oder was? Moment, das ist wieder Moment, toll. Das Moment, passt Moment, dir. Moment, Herr Hasten. So wollen wir mal bitte nicht anfangen, ja? Wenn Sie es nicht aushalten können, dann können Sie auch gehen von mir aus. Aber so eigentlich nicht. Hm? Aber bitte, Herr Richter, ich schwöre Ihnen, dass ich Sie da gesehen habe. Ich sag doch gar nicht, dass Sie das waren mit der Plastiktoilette. Aber dass ich Sie da gesehen habe, ist doch völlig klar. Warum geben Sie das denn nicht einfach zu? Ich will nicht als Lügner dastehen. Bitte, Gerda. Ja, gut. Ich hab das mitgekriegt. Mit der Lene dann. Aber mit dem Klohäuschen, das war ich nicht. Ich hab einfach nur noch frustriert vor mich hingearbeitet und bin dann kommentarlos nach Hause. Ehrlich. Wer soll Ihnen das glauben, Frau Cordes? Als ich Sie damals am Bahnhof kennengelernt habe, da dachte ich mir, das ist eine patente, eine aufrichtige Frau. Aber das war wohl ein mächtiger Trugschluss. War's nicht. Sie beklauen meine Gäste und legen sich hier irgendwelche Lügengeschichten zurecht. Herr Berger, bitte. Ach, wie der Herr Berger mich hier darstellt, so bin ich nicht. Ja, ich hetze schon mal hinter den Kunden her. Aber das mache ich auch nur, weil die mich wie Dreck behandeln. Die denken doch, die blöde Putze, die macht doch nur den Dreck weg. Jetzt atmen Sie am besten mal in Ruhe durch, Frau Cordes, bitte. Nein, ich habe ein einziges Mal Geld von einem Gast genommen. Aber dass ich das Telefonat mitbekommen habe, das konnte ich doch nicht zugeben. Sonst hätten Sie mir doch gar nichts mehr geglaubt. Ja, wundert Sie das? Ich habe jetzt echt die Schnauze voll mit diesem ganzen Personalkram. Sobald der Umbau abgeschlossen ist, ich verkaufe das Hotel. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ich krieg Magengeschwüre mit dem Ding. Was? Aber werde ich dann denn trotzdem als Kochlehrling übernommen? Wer hat von einer Ausbildungsstelle gesprochen? Wie bitte? Ja. Bei mir im Küchenbereich ist überhaupt keine Ausbildungsstelle frei. Wie kommen Sie darauf? Aber der Volker Hasten hat mir das total zugesichert. Er hat gemeint, er hat schon alles mit Ihnen geregelt.
Hasten. Da bringt der Tillmann was durcheinander. Ich habe ihm nur gesagt, ich werde mich für ihn einsetzen beim Chef. Sie haben mir das hundertprozentig zugesichert. Hör mir mal gut zu, du hast das in den falschen Hals bekommen, mein Junge. Das besprechen wir unter vier Augen, ja? Nee, so nicht, ja? Erstmal decke ich Sie wegen der Frau Berger und dann fallen Sie mir so in den Rücken. Moment mal, was heißt denn hier, Sie decken den Herrn Hasten wegen Frau Berger? 55 StPO, Sie müssen sich selber nicht belasten, aber ich will die Wahrheit hier hören. Haben Sie uns was verschwiegen bisher? Ja, es war in Wirklichkeit ganz anders, als alle denken. Ja, jetzt mal raus mit der Sprache. Wie war's denn? Nachdem ich das mit dem Telefonat mitbekommen habe, bin ich zu Herrn Hasten und hab's ihm erzählt. Und? Wer hat darauf reagiert, der Hasten? Naja, er war genauso erstaunt wie ich. Er hat gesagt, dass er ihr das niemals zugetraut hätte. Ja, und weiter? Naja, ich bin dann wirklich nach Hause und ich habe leider den Haustürschlüssel in der Snackbar vergessen. Hatte nur den Schlüssel von der Snackbar in der Tasche. Das heißt, Sie sind also nochmal zurückgekehrt? Ich bin nochmal zurückgekehrt und habe dann die Jacke und die Tasche vom Herrn Hasten auf dem Snackbar-Tresen liegen sehen. Und deswegen habe ich ihn gesucht. Und haben Sie ihn gefunden? Ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn draußen am Außenbereich durchs Fenster durchgesehen. Und da hat er gerade das Klohäuschen umgehebelt. Was habe ich Ihnen gesagt? Aber er ist dann auch gleich direkt auf mich zugekommen. Er hat mich sofort entdeckt und hat dann gesagt, ja, dass ich das lieber schnell vergessen soll, wenn ich weiter in eine Ausbildungsstelle will. Das ist ein Hammer. Das ist einfach nicht zu fassen. Wussten Sie denn in dem Moment, dass da jemand drin ist in dem Toilettenhäuschen? Nein, natürlich nicht. Es tut mir auch total leid, als ich das gehört habe, dass du da drin warst und dass du auch noch die ganze Nacht da drin verbringen musstest. Da ist mir ganz anders geworden. Ich hätte nie damit gerechnet, dass Herr Hasten einen Menschen darin einsperrt. Aber dass du so lange mit der Wahrheit hinterm Berg gehalten hast, das ist echt ein starkes Stück. Das stimmt. Ich hätte es früher sagen sollen. Aber der Herr Hasten hat mir gedroht, dass er mir ein schlechtes Praktikantenzeugnis verpasst, wenn ich damit rausrück. Und ich wollte den Job doch so gern. Das ist ja wohl ich hätte es früher sagen müssen, es tut mir leid. Das ist ja wohl unmöglich, den Jungen so unter Druck zu setzen und dich am nächsten Tag hier als Held aufspielen. Das ist ja wohl das Allerletzte, du Widerling. Ihr kennt mich jetzt alle mal, ja? Jetzt reicht's aber endgültig, Herr Hasten. Es ergeht folgender Beschluss. Gegen den Zeugen Volker Hasten wird hier mit einem Ordnungsgeld von 100 Euro ersatzweise 2 Tage Ordnungshaft verhängt. Jetzt belehre ich Sie aber auch noch 55 StPO, dass Sie sich selber nicht belasten müssen, wenn Sie den Mund aufmachen, ja? Aber bitte, sie hat das doch alles irgendwie in den Wahnsinn reingebracht und meine Ehre ist noch dazu mit dieser scheiß Scheidung. Da ist doch klar, dass da irgendwann mal die Sicherung durchgeht, oder? Nein, ist es nicht. Das, was Sie da gerade anführen als Erklärung, ist beileibe keine Entschuldigung dafür, einen Menschen in so ein Toilettenhäuschen zu sperren und die ganze Nacht da drin zu lassen zwischen all den Fäkalien. Aber der verwöhnten Lene ist ja auch nichts passiert, oder? Ach. Ihnen ist doch echt nicht mehr zu helfen hier. Ich sag's doch, man kann sich auf niemanden mehr verlassen. Ich verkaufe das Hotel und schmeiß das ganze Herr Berger, jetzt haben Sie oft genug dazwischen geredet. Ich habe mehr als oft genug Ihnen gesagt, Sie sollen den Mund halten da hinten. Als Nächstes sind Sie auch dran, wenn Sie noch mal dazwischen reden, ja? Ich meine, Papa, jetzt mach doch auch mal halblang. Ich meine, du kannst doch nicht alles hinschmeißen, nur weil sich hier Hasten total daneben genommen hat. Ich meine, alle anderen tun wirklich einen wahnsinnig guten Job hier. Und ich meine, dass man sich mal über den Chef aufregt, das ist doch ganz normal. Ja, wo sie recht hat, hat sie recht. Und außerdem, Mensch, Papa, du hast doch auch so deine Schwächen. Na, ich sag ja nur Corinna. Und ich meine, du hast doch auch nie eine Ausbildung gemacht. Du weißt doch gar nicht, wie das ist, wenn man so wie Gerda halt immer das Klo putzen muss und dafür auch noch gedemütigt wird. Ja, Frau Berger, also, da haben Sie sicherlich nicht Unrecht. Aber ich würde jetzt ganz gern wieder mal zum Thema der Hauptverhandlung zurückkommen. Ja, kleinen Moment noch, Herr Richter, weil mir ist das wirklich sehr wichtig. Und zwar finde ich, dass Gerda wirklich einen großartigen Job macht und sehr viel Respekt verdient hat. Und also die Sache mit den 20 Euro, das kann ich total gut nachvollziehen. Und ich weiß nicht, wie andere reagiert hätten in dem Moment. Frau Berger, das hätte ich jetzt nicht von Ihnen gedacht. Mensch, Gerda, ich war doch die ganze Zeit auf deiner Seite. Und nimm mich doch bitte einfach wieder, Lene. Das mit dem Geld, das hätte ich meinem Vater doch nie erzählt, wenn nicht die Polizei hätte eingeschaltet werden müssen. Wirklich? Wirklich. Ich habe doch überhaupt kein Interesse daran, irgendjemanden hier reinzureiten. Ich habe doch diesen Undercover-Job nur gemacht, damit nicht der ehrgeizige Assistent meines Vaters diesen Job kriegt. Weil der hätte euch nämlich alle ans Messer geliefert. Ohne mit der Wimper zu zucken. Also ich hoffe, es ist Ihnen und vor allem Ihrem Vater jetzt mal klar geworden, dass das keine gute Idee war. Ich sage Ihnen dazu nachher in meiner Urteilsbegründung noch ein paar Sätze. Ja? Und zu der anderen Geschichte mit diesen 20 Euro, ich weiß nicht, ob das alle so sehen. Mancher denkt vielleicht, naja, was sind schon 20 Euro? Aber wenn jemand etwas verliert
und man hebt es auf und behält es einfach für sich, dann ist das eine Unterschlagung. Und zwar völlig unabhängig davon, ob das 5 Euro sind oder 5.000 Euro. Ja? Das muss schon mal auch klar gesagt werden. Obwohl ich natürlich, ich sehe das auch ein, mildernde Umstände, würde ich fast sagen, wenn ich höre, wie dieser Mann da mit Ihnen umgegangen ist. Und es ist leider eine Tatsache, dass viele Hotelgäste mit dem Personal, zumal mit dem Reinigungspersonal, Zimmermädchen und Ähnlichem, wirklich nicht mit dem nötigen Respekt umgehen. Herr Richter, darf ich kurz was sagen? Also in Anbetracht der Umstände, ja. Lene, nachdem ich jetzt hier den ganzen Sachverhalt kennengelernt habe, ich wäre bereit, das Hotel zu behalten, aber nur unter der Voraussetzung, dass du die Personalleitung übernimmst. Okay, aber nur, wenn wir Gerda auch wieder einstellen, ja? Okay, können wir machen. Ach, Lene, Herr Berger, oh Gott, was bin ich so froh, dass ich meinen Job hier habe. Schon gut. Tja, Herr Verteidiger, bevor es für Sie hier gefährlich wird, haben wir da noch Fragen an den Zeugen hier? Ich habe gar keine. Danke, ich habe auch keine. Sie sowieso auch nicht. Danke, dann bleiben Sie unvereidigt. Auch die Frau Berger bleibt unvereidigt und genauso der Hasten bleibt unvereidigt. Sie dürfen den Platz nehmen. Die Angeklagte ist bisher nicht vorbestraft, keine Eintragung im Bundeszentralregister. Soll sonst noch was festgestellt werden? Nein, von meiner Seite. Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, bitte. Wusste nicht, Herr Verteidiger, also es war ja eine ganz herzzerreißende Szene, Herr Vorländer, die ich hier erleben durfte. Bleibt die Frage, wer umarmt eigentlich mal den Herrn Staatsanwalt? Gut, ich bleibe der stille Beobachter und was ich hier beobachten durfte, ist wohl sowas wie ein schönes Happy End. Die Angeklagte darf weiterhin bei Papa und Tochter arbeiten, sie darf wieder Lene zur Tochter des Hauses sagen, Personalpolitik übernimmt jetzt die Tochter, die 20-Euro-Geschichte, haben auch irgendwie alle verstanden, dass da doch menschlich irgendwo eine nachvollziehbare Regung war. Also wirklich alles schön und mit trockenen juristischen Ausführungen kann ich diesen Zauber fast nur noch kaputt machen. Erlauben Sie mir deswegen nur zwei ganz nüchterne Bemerkungen. Mehr brauche ich auch nicht. Erstens, ich glaube dem Zeugen Böhm und damit auch Ihnen natürlich, der Angeklagten. Und zweitens, nicht zuletzt deswegen bin ich überzeugt von der Unschuld der Angeklagten. Da bleibt das Verfahren von Herrn Hasten. Da will ich mir mehr leisten an juristischen Ausführungen. Da will ich auch jeden Zauber nehmen. Und das ist auch gar nicht schlimm, weil Ihre Geschichte, Herr Hasten, die ist überhaupt nicht schön. Freispruch. Danke, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger, bitte. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt. Ich bin wirklich auch noch ganz gerührt, aber Sie kennen doch diesen Spruch, Herr Lukas, Staatsanwälte küsst man nicht. Nein, ich wünsche Ihnen natürlich von Herzen auch viele emotionale Momente im Beruf und auch im Privaten. Und ich denke, die werden Sie auch hinreichend haben. Aber jetzt zu einem ernsteren Thema und zu einem unerfreulicheren Thema. Herr Hasten, was Sie sich da geleistet haben, das ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten. Sie haben eine Mandantin in die Pfanne gehauen. Sie haben da Ihre Küchenhilfe, den Herrn Böhm, für Ihre Zwecke genutzt, mit Lockungen und Drohungen. Und schließlich haben Sie dann auch noch die Lene Berger hier sozusagen als scheinbaren Retter aufgegriffen und sich da als großen Helden aufgespielt. Das macht einen schon ziemlich sprachlos, muss ich sagen, Herr Hasten. Frau Berger, zu Ihnen. Wenn Sie hier wirklich, wie angekündigt, die Personalleitung im Hotel Ihres Vaters übernehmen, dann bin ich jedenfalls guter Hoffnung, dass dann mal ein anderer Wind herrscht. Ich denke, es ist nicht der richtige Weg, als Chef seine eigenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu bespitzeln. Ich glaube, damit schafft man nicht gerade eine Atmosphäre von Vertrauen und von Respekt. Und ich denke vor allen Dingen, wenn ich von Vertrauen und Respekt spreche, dann wird das hoffentlich endlich auch mal da sein für die Putzfrau, für die Klofrau, von der Reinigungskraft bis hoch zur Geschäftsleitung. Da bin ich doch ganz zuversichtlich. Frau Cordes, ich freue mich. Sie bekommen Ihren Job wieder und ich beantrage für meine Mandantin natürlich Freispruch. Vielen Dank. Danke, Herr Verteidiger. Frau Cordes, Sie können selbst noch was sagen nach all dem. Sie haben das letzte Wort. Ja, ich bin nur froh, endlich, dass ich meinen Job wieder habe. Das kann ich gut verstehen. Das Urteil verkünde ich nach einer kurzen Unterbrechung. Im Namen des Volkes verkündigt folgendes Urteil. Die Angeklagte Gerda Cordes wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und ihre notwendigen Auslagen trägt die Staatskasse. Vielleicht beginnen wir mal mit Ihnen, Herr und Frau Berger. Personalführung heutzutage lässt sich nicht mehr nach Gutsherrenart durchführen. Auch wenn natürlich klar ist, dass im großen Betrieb, und ein Hotel ist natürlich ein sehr sensibler Betrieb, vieles schief geht, die Chefs hintergangen werden und das alles ganz schwer überprüfbar und überwachbar ist. Aber gute Mitarbeiterführung und gute Arbeitsergebnisse setzen Vertrauen voraus. Und Bespitzelung zerstört dieses Vertrauen. Und ich befürchte doch das, was Sie da gemacht haben, auch wenn Sie jetzt sagen, ich will in Zukunft alles besser machen,
Ist in Ihrem Hotel das Vertrauen in die Geschäftsführung schwer und nachhaltig beeinträchtigt? Und ich befürchte, auch wenn Sie da jetzt das Personalmanagement machen und sagen, ich will ab jetzt ganz offen sein, werden Sie noch zu spüren bekommen, dass da immer ein Misstrauen der Mitarbeiter bleiben wird. Für eine gewisse Zeit. Und Sie werden zu tun haben, das zu überwinden. Und eigentlich verstehe ich sowieso nicht. Es war doch von vornherein klar, wenn Sie Ihre Undercover-Rolle aufgeben und dann offen im Hotel, im Management arbeiten, spätestens dann wäre es doch so oder so aufgeflogen. Naja. Bespitzelung, falsches Spiel, hat es der Hasten genannt. Und auch genauso seine Scheidungsprobleme sind weder Erklärung noch Rechtfertigung für das, was Sie getan haben. Und dass Sie das getan haben, Herr Staatsanwalt, dazu brauche ich nicht den Zeugen Böhm. Das hat er im Grunde ja selber gestanden, als er gesagt hat, da platzt einem schon mal der Kragen. Aber Entschuldigung, ein Kragenplatzen, das äußert sich für mich doch ganz anders. Ja? Das war doch gar nicht impulsiv. Ihr Nachlaufen draußen, die Türe versperren, sich dann so einen Gurt holen, absperren, mit dem Balken die Toilette aushebeln. Also, Entschuldigung, für mich ist das mit Bedacht gemacht. Mit Bedacht getan, vor allem, sie die ganze Nacht da draußen zu lassen und sich am nächsten Morgen als großer Retter aufspielen. Das hat nichts mit Kragenplatzen zu tun. Das erklärt sich mir eigentlich nur so, dass da jemand wahrscheinlich als Folge der vorangegangenen Lästereien über die Chefs plötzlich Angst um seinen Job hatte und auf diesem Weg sich als Retter aufspielen wollte, in der Hoffnung, dass sein Job dadurch vielleicht wieder gesichert wäre. Sie sind frei zu sprechen, keine Frage, das haben Sie nicht getan. Die Geschichte mit der Unterschlagung dürfen Sie nicht unterschätzen. Egal, um wie viel es geht, das ist eine Straftat. Und auch eine Unterschlagung von 20 Euro kann ein Kündigungsgrund sein. Ich will jetzt da nicht den Spielverderber spielen. Sie haben ja schon Signale bekommen, dass es in Ihrem Fall nicht so ist. Wahrscheinlich zu Recht, weil Sie einfach einen guten Job machen bei dem, was Sie seit Jahrzehnten gelernt haben. Und so hoffe ich doch, dass alles zu einem Happy End kommt. Und ich möchte Sie bestätigen, in Ihrem Willen in Zukunft eine gute Mitarbeiterführung an den Tag zu legen. Fangen Sie damit an, dass Sie ihr nicht kündigen. Ja, es ist ja Aufgabe eines Gerichtes, Wünsche, Argumente, Interessen, ja vor allem auch Wünsche zusammenzuführen. Und ich möchte das an dieser Stelle mal in eigener Sache tun. Der Herr Staatsanwalt, der leidet nach eigener Aussage, wohlgemerkt nur im dienstlichen Bereich, einer gewissen emotionalen Vereinsamung. Ich möchte deswegen anregen, dass Sie nicht nur einen Verteidiger immer umarmen, sondern dass Sie nachher mal rübergehen und ihn umarmen. Zwei Bitten dabei. Bitte wirklich nur umarmen. Der Herr Verteidiger hat recht, Staatsanwalt, ihr küsst man nicht. Und zum Zweiten, umarmen Sie bitte nicht allzu fest. Im Dienste der Gerechtigkeit brauche ich ihn noch. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Volker Hasten wurde wegen Freiheitsberaubung, Körperverletzung, Nötigung, falscher Verdächtigung sowie uneidlicher Falschaussage zu einer Bewährungsstrafe von 1 Jahr und 10 Monaten verurteilt. Das Verfahren gegen Tilman Böhm wegen Strafvereitelung wurde eingestellt.